Ja, damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Trainsim World 5, denn ich spiele das hier auf dem PC. Ja, ich wollte euch ganz kurz ein neues Vorstellungsvideo machen, und zwar gibt es seit kurzem ein Soundmod für den ICE TBR 411. Und zwar gibt es den seit kurzem auf der Seite www.trainsimcommunity.de. Und ich wollte euch den heute einfach mal ein wenig vorstellen. Wir wollen gemeinsam reinhören. Ich habe gerade schon mal ein bisschen angespielt, ein bisschen reingehört. Es gibt definitiv signifikante Unterschiede. Und die Unterschiede lernen wir heute kennen, lernt ihr kennen. Und wir gehen gemeinsam rein, schauen uns das ein bisschen an, fahren hier eine kleine Fahrplanfahrt auf der Kinzigtalbahn Frankfurt-Fulda. Von Frankfurt am Main Hauptbahnhof bis nach Hanau, glaube ich, ist das. Auf jeden Fall sind wir so 15, 16 Minuten unterwegs. Ich finde, das ist eine gute Fahrt, um die Geräusche und um den Sound kennenzulernen. Genau, das machen wir heute, und ich heiße euch dazu herzlich willkommen. Wünsche euch viel Spaß mit dem Video, und ich würde sagen, wir machen ein Foto und rüsten dann den Zug auf. So, dann würde ich sagen, rüsten wir erstmal auf, und zwar indem wir erstmal den Richtungsschalter nach vorne machen. Dann öffnen wir rechts die Türen. Das machen wir auf normal. Wir machen natürlich die Zugsicherungssysteme an. Und zwar die Neigetechnik. Zack, zack, zack und zack und zack. So, das hätten wir. Da müssen wir jetzt die AFB einstellen. Und zwar Vollsoll. Genau, die machen wir dann auf 40. Und dann sollten wir eigentlich abfahrbereit sein. Genau. Und ich finde, der Sound hat sich schon ein wenig verändert. So von den Innenraumklängen zu dem Original. Ihr könnt das ja gerne mal vergleichen, während hier ein RE einfährt, mit dem Original. ICET und dem jetzigen hier mit dem Soundmod. Und dann könnt ihr ja in die Kommentare schreiben, was für Unterschiede ihr da erkannt habt. Das ist übrigens kein RE, das ist eine RB. Und zwar die RB 51 Frankfurt am Main Hauptbahnhof Endstation. Wie gesagt, wir haben heute die Aufgabe, diesen Zug bis nach Hanau zu fahren. Das ist jetzt nicht die große Kunst, das ist eine gute 20 Minuten. 8:35 sollen wir da sein. Und ich finde, das reicht, um den Sound kennenzulernen, um das zu vergleichen mit dem aktuellen Original-ICET. Und ja, wie gesagt, das ist mein kleines Sonntagsvideo für euch. Ich habe das zufällig entdeckt auf der Seite, bin da mal so ein bisschen unterwegs gewesen, und dann habe ich das entdeckt, habe gedacht, okay, Soundmod ist immer gut, und habe mir gedacht, mach dafür ein kleines Video für euch. So, wir verriegeln rechts die Türen. Ach, sehr schön. Ihr habt es gehört, Türsound. Wenn die Türen zugehen, auch komplett anders. Sondern würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Wesentlichen, und zwar dem Sound, wenn der Zug abfährt. Dafür schalten wir ein wenig auf und schauen uns und hören uns vor allem das Ganze mal an. Ich bin da mal still. Also ich finde, man hört schon einen Unterschied zu dem Original. Der Original klingt ja fast so wie der normale ICE3. Und der hier hat jetzt einen komplett anderen Sound, finde ich. Also man hört schon deutlich den Unterschied im Gegensatz zum Original. Ja, wir fahren jetzt gute 20 Kilometer bis Hanau. Und ja, das ist wie gesagt ein no komplett normales, offizielles Fahrplanszenario mit dem ICET. Eine kurze Fahrt.
Vom Frankfurter Hauptbahnhof über die Kinzigtalbahn Richtung Fulda bis Hanau, wo dann ein anderes Zugpersonal übernehmen wird und den Zug dann weiter über Fulda, dann wahrscheinlich Würzburg, bis nach München Hauptbahnhof fährt. So, wir beschleunigen mal ein wenig. Jetzt sind es mal bis auf 80. Also sie sind viele RE unterwegs und RWE. Das ist jetzt aber mehr so RE, würde ich doch fast behaupten. Wobei das auch eine RB sein kann. Das ist jetzt nicht so ganz hundertprozentig zu unterscheiden. Auch ein wunderschöner, ruhiger Innenraum, finde ich. Man hört den Sound von draußen fast gar nicht. Draußen hört man den Zug dann umso mehr. Also so ein leichtes Summen hätte ich fast gesagt. Ach, das ist die Brücke, genau. Hier ist, dann haben wir jetzt auch mal die Passagieransicht, wie der sich hier anhört. Aber da hört man jetzt auch nicht so viel. So, wir dürfen auch mittlerweile 90. Also ich finde, man hört schon deutlich den Unterschied zum Original. Das ist jedenfalls meine Meinung. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ihr könnt das gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr da irgendwie einen Unterschied erkennt zum Original ICE-T, so wie der halt mit der Strecke mitgeliefert wurde und mit dem neuen Teil. Könnt ihr da gerne mal in die Kommentare schreiben. So, wir dürfen jetzt auch gleich immerhin schon mal auf 100 beschleunigen. Wir sind jetzt in der LZB oder? Ne, doch nicht. Oder vielleicht? Ich weiß es nicht. Nein. Und das erkennen wir natürlich ganz klar daran, dass kein Kabel verlegt ist, längs der Schienen. Denn nur dann ist die LZB aktiv. Und das ist sie hier nun mal leider nicht, weil wir sind auch noch nicht schnell genug. Da müssen wir, glaube ich, mindestens 160 fahren, damit die LZB überhaupt aktiv wird. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ihr könnt mich gerne korrigieren, aber ich bin da der Meinung, dass man 160 zumindest erreichen muss. Oder halt schneller, um die LZB dann auch, damit sich die LZB aktiviert. Ich kann aber auch komplett daneben liegen, also ihr könnt mich da ruhig aufklären. Aber wir kommen dem Ganzen ja nahe, 150 dürfen wir ja gleich immerhin. So, also von daher ist das nicht mehr ganz so weit mit der LZB. Und ich kann euch auch gerne, wie ich das ja immer mache, auch gestern zu dem Kurzzug ICE BR415, habe ich euch auch den Link und das unter die in die Videobeschreibung gepackt. Und das Gleiche mache ich natürlich hier auch mit dem Soundmod. Auch geil, schaut mal. Ein RE und eine Quietschi kommen uns da entgegen. Sehr schön. Das sind 150. Und dann haben wir gleich die angesprochenen 160. Vielleicht kommen wir ja doch noch in den Genuss kurzzeitig des LZB oder der LZB. Lange wird es natürlich nicht sein. Wir haben nur noch 16 Kilometer bis zur Endstation Hanau. Aber vielleicht können wir trotzdem kurzzeitig in den Genuss der LZB kommen. Was ich allerdings nicht glaube, weil wir nämlich nicht lange die 160 haben, wie ihr seht. Da wären wir schon wieder auf die 130 beschränkt. Von daher hat sich das Thema dann auch schon wieder erledigt. Eigentlich, der braucht natürlich auch halt ein bisschen länger zu beschleunigen. Das ist jetzt ein ICE-T, der ist jetzt nicht so, der ist besonders schnell beschleunigt und auch nicht die allergrößte Endbeschleunigung oder Endgeschwindigkeit hat, sagen wir mal so. Der hat ja was heißt bloß eine Höchstgeschwindigkeit von 230 km/h. Steht hier, glaube ich, auch irgendwo. Da steht es, Vmax 230. Wir fahren übrigens den 411 552-2. Bedienen Sie den ICE-T für 100 Kilometer innerhalb
Das konnte ich jetzt nicht zu Ende lesen, weil das nicht mehr ausgeführt wurde. Aber wir haben auf jeden Fall wieder eine neue Errungenschaft erhalten. Wir haben jetzt 100 Kilometer mit dem ICE-T absolviert. Das ist auch sehr schön. So, jetzt haben wir kurz 130, dann wieder 160. Ist hier ein bisschen schwankend im Moment hier. So, die Neigetechnik ist natürlich absolut genial. Absolut genial. Da muss man einfach, da kann man nichts anderes zu sagen. Also, das ist wie bei der 612, das ist einfach ein sehr, sehr schöner Anblick. Und ich habe es ja gestern schon gesagt im Video, wenn man jetzt auf dieser Strecke noch, beziehungsweise nicht auf dieser Strecke, auf der linken Rheinstrecke den RX hätte. Und dann entgegengesetzt fahren könnte, also nicht Richtung Mainz, sondern Richtung Wesel. Das wäre natürlich das Nonplusultra. Und wenn man jetzt hier hingehen würde, auf dieser Strecke, die Strecke bis Fulda und damit Würzburg und Kassel verbinden würde, das wäre saugeil. Also wenn man dann wirklich von Frankfurt über Fulda nach Würzburg oder Kassel fahren könnte, dann vielleicht sogar im nächsten Schritt Würzburg dann auch mit München verbinden würde. Ach, stellt euch das doch mal vor, das wäre doch saugeil, oder? Da stimmt ihr mir doch garantiert zu. Wir dürfen mittlerweile, glaube ich, auch schon wieder 160. Soll ich das tun? Das wäre wirklich eine Sache, die wir uns, glaube ich, alle wünschen. Gehe ich mal stark von aus. Wenn das so irgendwann mal der Fall wäre, ich weiß, das ist mit Sicherheit sau viel Arbeit für die Entwickler. Kann ich mir garantiert vorstellen, oder kann ich mir sogar vorstellen. Auch schaut mal, schaut mal. Da steht die Nutella Vectron. Ist das nicht geil? Da machen wir doch mal ein Foto von. Ist das nicht herrlich? Da steht die Nutella Vectron als Güterzuglok. Wunderschön. Wirklich wunderschön. Machen wir auch mal ein Foto von. Wunderschön, wunderschön. Also, wenn wir, ich glaube, da sind wir alle. Wären wir alle froh, wenn sich das irgendwie mal ergeben würde, dass hier Strecken verbunden werden, erweitert werden. Wirklich von Fulda dann, also auf dieser Strecke dann von Fulda über Würzburg nach München und auch von Fulda in die entgegengesetzte Richtung Kassel dann halt und so weiter hoch dann. Also das wäre wirklich so, ja, ich glaube, da würden wir nicht unbedingt nein sagen, wenn das mal irgendwann der Fall ist, wenn das wirklich mal verbunden wird. Was kommt da? Da kommt der Gegenzug, der andere ICT. Also das wäre wirklich nice, wenn man wirklich zumindest mal hier die Streckenteile mit Kassel und Würzburg verbinden würde. Weil warum soll das Ganze hier auf dieser Strecke in Fulda enden? Das ist doch irgendwie Blödsinn, finde ich. Das ist genauso wie auf der Strecke Maintalbahn, wo ja man auch von Aschaffenburg nicht Richtung Gemünden und so weiter fahren kann, was irgendwie blöd ist. Warum nicht? Wenn man schon mal in Aschaffenburg ist, auf der Maintalbahn, dann kann man doch auch den ganzen Schritt machen bis nach Gemünden und so weiter. Und das Gleiche kann man ja hier auf dieser Strecke machen, dass man wirklich von Frankfurt nach Fulda bis nach Würzburg und nach Kassel fahren kann und vielleicht dann im nächsten Schritt, also das muss ja nicht alles auf einmal sein, es kann ja schrittweise kommen, wenn man wirklich jetzt von Frankfurt über Fulda nach Würzburg fährt und dann im nächsten Schritt, im Update oder meinetwegen als DLC, dann wirklich hingeht und die Strecke verbindet mit München. Frankfurt, Fulda, Würzburg, München. Das wäre doch so wirklich, wo wir sagen würden, ja geil, so, ich sollte mal runter auf 150 zumindest. Ich glaube, da sind wir alle, würden wir uns doch darüber sehr freuen, da bin ich mir relativ sicher. Wenn das so der Fall werden würde im Laufe der Zukunft, Laufe der nächsten Monate, des nächsten Jahres, der nächsten 2 Jahre. Ich weiß nicht, wie lange sowas dauert. Ich bin da leider nicht so affin in der Sache mit der Entwicklung, aber dass das viel Arbeit ist, stelle ich vollkommen außer Frage. Das ist mit Sicherheit viel Arbeit und also wir sollten dem Ganzen ein bisschen Zeit geben, aber es wäre auf jeden Fall eine feine Sache, wenn das wirklich eintreten würde. Guck mal, hier fährt da einer rum. Das ist auch geil.
Wie gesagt, wenn wir schon mal jetzt so hier den Einer fahren sehen, dann so als nächstes als Rollmaterial, so in der nächsten Zeit würde ich mir wünschen, auf jeden Fall den RRX, den ICE 4, das wäre auch so meins, ja, definitiv. Das wäre auf jeden Fall mega. Das wäre auf jeden Fall so das nächste Rollmaterial, was ich mir wünschen würde. Glaube, wir kriegen gleich eine Zwangsache. Oder auch nicht. Glück gehabt. Glück gehabt. Also das wäre auf jeden Fall so das nächste Rollmaterial, was ich mir so wünschen würde. Ich weiß nicht, was ihr da auf dem Wunschzettel stehen habt. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben. 60 sollen wir noch fahren, warum tun wir das denn nicht? Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch da so wünschen würdet. An Rollmaterial, an Strecke, an Erweiterung. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr interessieren, was ihr da so für Wünsche habt. Ja, also würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Aber ich glaube, zu den Erweiterungen würdet ihr mir auf jeden Fall zustimmen, glaube ich. Wenn das Ganze so verbunden wird, erweitert wird, während wir hier in die Bremskurve reinfahren. Wunderschön. Wunderschön. Habt ihr gerade gehört? Das war ein Formsignal, was sich da bewegt hat. Ich dachte gerade, was ist das? Soll das war das Formsignal da vorne, wo wir drüber gefahren sind. Absolut genial, absolut genial. So, da sind wir in Hanau. Sehr schön. Haben wir jetzt eine gute. Man, ich war 20 Minuten auf Aufnahmezeit. Das relativ sportlich gefahren. Auch keine Zwangsache, keine Verspätung. Sind relativ pünktlich, überpünktlich sogar. Sind 3 Minuten zu früh. Das ist auch mal eine Kunst im TSW, muss ich sagen. Sonst sind die Fahrpläne immer so eng getaktet, dass man da eigentlich mit jedem Fehler oder mit jeder Verzögerung den Fahrplan nicht mehr schafft. Und wir sind hier 3 Minuten früher als wir ankommen sollen. Das ist auch mal was wert, finde ich. Da sollten wir doch gleich eine schöne Diamant-Auszeichnung bekommen. Würde ich jetzt mal so tippen, weil wir haben keine Zwangsläufe, keine Verspätung, sind überpünktlich. Das sollte eigentlich sich funktionieren. So, da sind wir. Öffnen wir rechts die Türen, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht ganz. Ach, siehst du, mich doch vertan. Hab mich doch vertan. Egal, öffne links halt. Na egal. Das ist halt so. Ja, ich wollte gerade sagen. So, dann haben wir das. Hab mich doch gleich mit der Seite vertan. Das war unsere kleine Fahrt von Frankfurt am Main, Hauptbahnhof hier nach Hanau, mit dem neuen Soundmod für den ICET BR411. Überpünktlich. Ich glaube, wenn wir jetzt gleich die Türen schließen, dann wird das noch ein wenig dauern. Zumindest 1 Minute, bis wir hier das Szenarioende erreicht haben. Ihr könnt, wie gesagt, gerne mal in die Kommentare schreiben, was euch, ob ihr irgendwie einen Unterschied erkannt habt zum Original. Wenn ja, schreibt es gerne in die Kommentare. Ihr könnt mir, wie gesagt, auch in die Kommentare schreiben, wie gesagt, was für Erweiterungen ihr euch wünscht und welche Strecken ihr euch wünscht, welches Rollmaterial ihr euch als nächstes hier wünscht. Meine Wünsche kennt ihr. Und wenn ihr da irgendwelche Ideen habt, Vorschläge habt, dann schreibt es doch gerne mal in die Kommentare rein. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und wie erwartet haben wir Diamant-Auszeichnung, weil wir natürlich
komplett pünktlich waren in Hanau, überpünktlich sogar, wie gesagt, 2 Minuten früher als geplant. Wir haben keine Geschwindigkeitsüberschreitung gehabt, das ist auch mal was wert. Gut, das ist mit AFB jetzt auch eher schwierig. Ja, wir sind mit Sicherungssystemen gefahren, das wisst ihr, das gibt natürlich auch immer ordentlich Punkte. Und ja, wir sind jetzt hier soweit fertig und ja, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Restsonntag, auch eine wunderschöne Woche. Passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Euer der Dennis Spieters. Ciao, Servus und Tschüss.